Hallöchen, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu Dark Canvas. Hinzu des Todes, Folge 3 sind wir jetzt schon. Ja, es ist schon viel passiert und wir merken halt eben mehr und mehr, dass da hier einfach nicht was stimmt. Wir haben auch schon diese Silhouette, ich kann es nicht aussprechen, diesen Schatten, sage ich einfach mal. Weil ich glaube, Schatten kann ich besser aussprechen als Silhouette. Ja, wisst schon. Schatten, einfach nur ein Schatten. Klicke auf die Pfeile, um die Flugmaschine zu bewegen. Bewege die Blöcke nach oben und unten, um neue Wege freizulegen. Die Blöcke sind blockiert, wenn du nicht zwischen den leeren Feldern bewegst. Okay. Wie? Soll ich die alle aktivieren? Ach, ich soll die alle aktivieren. Ach so, Alter, okay. Falls jemand das fragt, das war schon so, als ich hierher ankam. Ja, eindeutig. Okay, der Typ ist weg. Da haben wir einen Farbeimer und da ist bestimmt ein Ausgang, wie man das hier so sieht. Ah, okay, ich weiß, wo wir hin müssen. Irgendwas stimmt da nicht, damit nicht. Wenn ich die Kerze anzünde, kann ich mich genau umsehen. Dieser Rucksack gehört Angie. Wie sind ihre Sachen in diesen alten, vergessenen Raum geraten? Sonst kann man ja nichts mitnehmen. Okay. Ein richtig gesorgter Papa muss ja alles aufschreiben. Mit diesem Bild stimmt etwas nicht. Das Glas in dieser Vitrine wurde von innen herausgeschlagen und Angies Sachen befinden sich in diesem Raum. Jemand muss darin eingesperrt haben. Doch, wo ist sie jetzt? Er muss sie darin eingesperrt haben. Da fehlt ein Sie. Also ganz ehrlich, 100 Euro weniger für den Deutschübersetzer. Ganz ehrlich, das ist echt teilweise echt schlampige Arbeit. Ich habe doch Dochte gehabt. Zum Anzünden habe ich aber nichts, oder? Doch, Streichhölzer müsste ich doch noch. Müsste ich da noch haben, oder? Eine Drehwand. Dieser Raum steckt voller Überraschungen. Oje. Ein weiteres Gemälde einer Katastrophe. Dieses Mal geht die Bäckerei in Flammen auf. Ich muss die Bäckerei schnellstens finden. Da funktioniert. Ich muss etwas anderes versuchen.
Okay, Serpentin. Aha, das war eine Geheimtür. Wer hier auch war, muss dadurch entkommen sein. So, dann gehen wir einfach mal weiter. Diese dunkle Gestalt folgt mir überall hin. Ja, das tut sie. Lass mir raten, das Ding ist vollkommen verrostet. Das ist völlig zugerostet. Habe ich vorhin nicht Öl gesehen? Ja, hast du. Das hast du. Eine Angel hatten wir doch auch hier. Lass mir raten, da fehlt das. Dann das. Gut, dann mal zurück. Mich hier hin. Und dann noch die Tubenquetsche. Okay, dann können wir nicht hier hingehen. Und Sesam, öffne dich. Sonst haben wir jetzt hier wieder ein bisschen weniger Inventar. Aus der Bäckerei kommt Qualm. Hoffentlich ist es noch nicht zu spät. Oh, hello. No need to be alarmed. I probably just left something in the oven too long. I should let the fire department know everything is all right. Would you mind going to the art store across the way to use their phone? The owner is gone, but he left me a spare set of keys. Okay. I'll just be here getting things back to normal before things get any more embarrassing. Dankeschön, werden wir natürlich machen. Da passiert trotzdem hundertprozentig was. Okay, der Feuerstahl steckt da schon in die Richtung. Sonst kann ich ja nichts machen. Okay. Der Bäcker hat seinen Kahn vor die Nacht abgeschlossen. Ich komme noch nur vorbei, wenn er ihn bewegt. Ja, okay, da brauchen wir natürlich eine Kurbel, das ist klar. Na komm, Schlüssel hier. Und dann gehen wir mal da rein. Wow, jemand ist gerade in diesen Hintergasse gerannt. War das etwa der Schatten? Der Brunnen auf dem Marktplatz verfügte über ein Druckventil, das die Intensität des Wassers steuert. Die Druckanzeige fehlt, aber ich könnte sie durch ein Ornament oder eine Figur durch ein Ornament oder eine Figur ersetzen, die zu den Ornamenten mit den Schatten passt. Ich versuche es trotzdem zu sagen, aber ich sage immer Schatten. Weil das ist für mich einfach auszusprechen. So, schauen wir uns mal hier um. Der Ladenbesitzer hat eine Nachricht hinterlassen. Weiß jemand, wie der 3D-Drucker funktioniert? Soweit ich weiß, legt man eine CD ein und erstellt eine kleine Figur des Bildes darauf. Die Touristen wollten das Modell der Sense für den Friedhof für uns gestalten und es auf eine CD brennen. Ich möchte alles richtig machen, wenn sie vorbeikommt? Heißt das nicht, wenn sie vorbeikommen? Oder lese ich das einfach komplett gaga? Keine Ahnung. Ah, schon wieder ein Minispiel, ha? Bewege die Kugeln auf die Felder derselben Farbe. Die Kugeln hinterlassen Farblinien, die sich nicht überschneiden können. Ah, sowas kenne ich schon. Jetzt muss ich nur schauen, wie. Wo, fei, fo, fam. Einfach mal probieren. Zum Glück hat man hier einen Neustart-Button. Bei den letzten paar Wimmelbildern hatte ich nämlich gar keinen Neustart-Button. Ja, das glaube ich wird schon mal nichts, glaube ich.
Ja, weil dann gehe ich so raus. Neu starten nochmal. Bing, 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 bing. Okay, dann. Wie gelangt die Grün dahin, dass ich noch mit Rot dahin komme? Das ist jetzt die Frage der Fragen. Wenn ich jetzt mit der Grün hier rumfahre, wird es wahrscheinlich auch nichts. Nee. So wird es auch nichts. Muss ich mal so versuchen? Nee, das wird wieder nichts, weil dann kommt hier Rot nicht vorbei. Bin echt gerade am Grübeln, wie das gehen soll. Wie soll denn das gehen? Wie soll das zum Henker gehen? Ich wollte nicht auf Neustart drücken, du. Langsam ruhig bleiben. Ich will es ja schaffen. Soll ja nicht einer heißen, dass ich nur Lösungswege nutze. Nee, so wird das auch nichts. Wie soll das zum Henker gehen? Wie zum Henker soll das bitteschön gehen? Ich hab's doch gehabt. Wie der ganz ehrlich, der Hitpoint von diesem Neustart-Button ist für den Arsch. Entschuldigung, ich reg mich gerade auf. Ich hab's doch gerade gehabt. Da schaut mal, der Neustart-Dingsbums ist genau hier, obwohl er hier sein sollte. Wer hat dieses Minispiel denn überhaupt programmiert? Jetzt ganz vorsichtig sein.
Alter, das hat jetzt ganz leicht Agro gemacht. Weil, ihr habt es ja gesehen, das war absolute blöde Arbeit. Das Kabel kann nicht mehr repariert werden. Vielleicht kann ich über mithilfe des Computers im Kunstladen ja jemanden kontaktieren. Nö, man kann das Ding nicht mit einem Isolierband kontaktieren. Das Kabel da reparieren, das Telefon. Nein. Kann man nicht. Ist unmöglich. Okay, da brauche ich auf jeden Fall Papier. Das haben wir noch nicht. Welche seltsame Projekte und warum hat er keine Linse? Hätte ja sein können, oder? Ja, ich hab doch nichts. Ah, das ist ja so ein, glaube ich, kleiner Hinweis, oder? Sorry, ich lese jetzt nicht jeden Rotz hier, Entschuldigung. Aber der macht ja wegen jedem Mist einen Tagebucheintrag. Auf der Rückseite des Warnschildes stand eine Nachricht an den Mitarbeiter. In den Geheimfach hinter dieser Wand können Dinge aufbewahrt werden. Das Holzschild muss an den richtigen Haken gehängt werden, aber nicht raten. Die falschen Haken wurden zur Sicherheit unter Strom gesetzt. Der Projektor gibt im Zwischenfall einen Hinweis. So, bevor es von lieben Luffy wieder heißt, ja, du liest dir das, du liest doch bitte das vor. Ich habe keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht, aber gut. Ich habe jetzt aber nichts, was hier helfen könnte, oder? Nö. Ja, danke, dass ich die Texte auch so schnell lesen darf, ha? Oh nein, die Katastrophe geschah in dem Moment, als ich das Gemälde sah. Der Bäcker ist immer noch dort drin. Ich muss hinein und ihn retten, aber zuerst muss ich die Flammen bekämpfen, die den Weg versperren. Die einzige Wasserquelle ist der Brunnen. Ich sollte sehen, wie ich ihn verwenden kann. Okay, das heißt, ich kriege viel Zeit, dann fassen wir nicht hin. Ich könnte die Dinge dahin verwenden, aber zuerst muss ich das Glas zerschlagen. So fast. The flames just got out of control. I tried to run, but the door was jammed. Then I saw the silhouette, and I knew I was next. I can't help but think that the painter somehow governs the silhouette. I bet my life on it. The path to his studio is just outside the town square. Oh, let me move my cart so you can get through. But be Huch, genau wie den Captain schon konnte ich den Bäcker noch in letzter Sekunde retten. Er glaubt, dass Virgil die Handlung des Schattens irgendwie steuert. Und er hat Angie mit ihm reden sehen. Der Kahn ist fort und ich kann jetzt zu Virgils Haus gehen. Ja, okay, da kann ich nicht mehr rein. Gehen wir einfach mal weiter, weil wir haben jetzt nichts, was uns jetzt hier helfen könnte. So. You're the one who saved the baker from burning in his own oven. That was quite heroic.
But I would caution against further fearless deeds. One shouldn't get involved with forces they don't understand. That girl didn't understand either. She thought she could become a great artist by simply observing Virgil. But artists must sacrifice themselves for their craft. I wonder, was her sacrifice great enough? My name is Rosaria. I specialize in seeing the truth behind art. Seek out Virgil if you want answers. A guilty conscience needs to confess. Perhaps you will learn what he is guilty of before it is too late. Ja. Die Frau scheint Angie und Virgil zu kennen. Ich kann ihre Motive nicht ganz zuordnen, aber sie kann mir bestimmt helfen. Ja, noch mein Tagebucheintrag. Kommt es euch auch so vor, oder hat die Frau wirklich so Katzenaugen? Auf dem Weg zu Virgils Haus stieß ich auf eine mysteriöse Kunstlerin namens Rosaria. Ihre Worte klangen geheimnisvoll, aber sie schien viel über Virgil und Angie zu wissen. Sie war in Eile, aber sie... was bezeichnete Virgil als schuldig? Will sie damit etwas sagen, dass Virgil für diese Unfälle verantwortlich ist? Also mal ganz ehrlich, du siehst die ganze Zeit diese Gemälde, die Virgil gemalt hat. Und sobald du es anschaust, passiert irgendein Unglück. Da kannst du doch bestimmt 1 zu 1 zusammenzählen, oder? So, meine Freunde, aber ich sage jetzt an dieser Stelle Dankeschön wieder fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.